Also, wir können von Adidas bis Vonovia, Zalando lasse ich raus, können Sie faktisch alles kaufen. Und in jedem, als Durchschnitt, werden Sie einen Gewinn erreichen von etwa 40 bis 50%. Herr Bernecke sieht sehr, sehr großes Potenzial in deutschen Unternehmen. Er ist davon überzeugt, dass deutsche Aktien derzeit auch stark unterbewertet sind. Und man muss hier an der Stelle ganz klar sagen, die deutschen Unternehmen sind im Internet sehr stark verpönt. Die meisten Leute, wenn man sich die Kommentare durchliest, die Videos anschaut, halten nichts von deutschen Unternehmen oder deutschen Aktien oder generell Deutschland als Investment. Auch generell Gesamteuropa ist immer so ein bisschen kritisch anzusehen. Das heißt, die meisten Leute verpönen das, sagen, hey, den DAX, den kann man doch eh komplett in die Tonne kloppen. Ob das Ganze so stimmt oder nicht stimmt, müssen wir heute einmal hinterfragen, denn wir als Investoren suchen ja immer die beste Rendite. Herr Bernecker ist davon überzeugt, dass wenn man heute in deutsche Unternehmen investiert, also in bestimmte DAX-Titel, dass man halt später davon überproportional profitieren kann. Ob das Ganze so stimmt oder nicht stimmt, müssen wir uns heute gemeinsam einmal anschauen. Das wird das Interview sein von Herrn Bernecker und Mario Lochner. Das heißt, wenn ihr das gesamte Interview sehen wollt und jetzt nicht einfach nur diese knackige Quintessenz des Ganzen, dann müsst ihr einmal hier in meiner Beschreibung auf das Video von Mario Lochner einmal draufklicken und euch das gesamte Interview anschauen. Kann ich nur empfehlen. Aber Erwartungswerte werden nun mal an der Börse als wichtigstes Preissegment oder Indikator für die Preisbildung bleiben. Das war immer so. Um das Video nicht unnötig lang zu machen, gehen wir wirklich nur auf die Quintessenz ein. Als allererstes muss jedem einmal klar sein, wie Aktienkurse an der Börse entstehen. Das hat Herr Bernecker sehr, sehr gut erklärt in seinem Video. Im Grunde genommen ist es so, dass wir als Investoren Erwartungen haben an Unternehmen und später in der Zukunft, wenn zum Beispiel ein Quartal vorbei ist oder ein Jahr, müssen wir als Investoren gucken, sind unsere Erwartungen erfüllt worden, ja oder nein? Ein ganz einfaches Beispiel: Wir gehen davon aus, dass ein Unternehmen 100 Autos produziert und verkauft. Wenn das Quartal vorbei ist, müssen wir uns einmal anschauen, sind diese 100 Autos produziert und verkauft worden, ja oder nein? Wenn ja, wurden unsere Erwartungen erfüllt? Wenn sogar übertroffen wurde, wurden unsere Erwartungen übertroffen? Wenn nein, das heißt zum Beispiel, es wurden nur 90 Autos produziert und 90 Autos verkauft, müssen wir einmal anschauen, welche Gründe es dafür gibt. So entstehen dann eben die Preise an der Börse und das ist auch eigentlich das Preisfindungstool, wovon er halt eben auch spricht. Die Konjunkturforscher haben heute verkündet, also nächstes Jahr nimmt das Bruttoinlandsprodukt um 0,4% ab. Genau gesagt heißt es, es nimmt nicht ab, sondern es wird nur 0,4% weniger produziert gegenüber dem Vorjahr, sprich dieses Jahr. Diese 0,4% sind rund 100 Milliarden Euro. Und hier erklärt er dann auch ganz genau, warum seiner Meinung nach die deutschen Aktien derzeit so unterbewertet sind. Er geht hier natürlich hauptsächlich auf den DAX ein, das heißt nicht auf irgendwelche unbekannten kleinen Unternehmen, sondern es geht hier wirklich um bekanntere, gestandete Unternehmen, wo man dann auch wirklich sein Geld dann halt seiner Meinung nach rein investieren kann, ohne ein überexponentielles Risiko. Das muss man einfach an der Stelle erwähnt haben. Aber er erklärt das Ganze auch relativ simpel, denn er sagt ganz klar, derzeit die Erwartung für das erste Vierteljahr 2023 ist ein Rückgang von 0,4% BIP. Das heißt, das Ganze wird dann um 0,4% weniger sein als halt im Jahr davor. Dementsprechend halt etwas weniger. Das entspricht in Euro ungefähr 100 Milliarden Euro. Und wenn wir uns dann derzeit den DAX-Verlust ansehen, das heißt, wir haben ja alle gesehen, dass viele Indizes derzeit krass abgestürzt sind, natürlich auch wie einzelne Werte. Aber wenn man sich das Ganze einmal im DAX anschaut, dann entspricht das ungefähr einem Werteverlust von 300 Milliarden Euro. Und hier sieht man ja schon an dieser Stelle, dass irgendwo so eine Lücke entsteht, wo man dann eben sagt, 100 Milliarden Euro Werteverlust im Gegensatz zu 300 Milliarden Euro Werteverlust. Hier haben wir eine Lücke von 200 Milliarden Euro. Und wir wissen alle, das Ganze wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwann wieder zusammenkommen oder näher kommen, aber über die Zeit hinweg, und das ist auch das, was Herr Bernecke sagt und meint, über 2, 3 Jahre gesehen wird das Ganze wieder zueinander finden und dementsprechend haben wir derzeit eine sehr, sehr große Chance in deutschen Aktien. Ich kaufe dann, wenn die Analysten anfangen mit Verkäufen. Und seinen Ansatz und seine Argumentation kann ich hier sehr gut nachvollziehen. Ich bin tatsächlich auch der gleichen Meinung. Ich denke, die meisten Investoren haben derzeit einfach sehr, sehr stark überreagiert. Die meisten gehen einfach jetzt von den schrecklichsten Szenarien aus, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Mein Video ist ja jetzt auch keine Handlungsempfehlung. Aber ich denke schon, dass es durchaus Sinn macht, jetzt die ersten Tranchen aufzumachen. Auch zum Beispiel bei den letzten Dips die ersten Tranchen aufzumachen. Denn wenn alle Analysten sagen, verkaufen, 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 und ich weiß nicht, die nächsten 10 Jahre, die werden ganz schlimm sein,
dann sind das für mich eigentlich die besten Indizien, um jetzt halt kleinere Tranchen aufzumachen, irgendwo einzusteigen, um dann später überproportional profitieren zu können. Denn hier sagt Herr Bernecker das eigentlich ganz gut. Er macht das Ganze so ein bisschen Warren Buffett-Style oder auch wie die ganzen anderen großen Investoren, die man so gehört hat, die dann irgendwann später halt reich geworden sind. Er handelt antizyklisch, das heißt, wenn die meisten Leute halt eben nach links laufen, dann läuft er nach rechts. Und wir wissen alle, wir haben das in Interviews gesehen, wir haben das irgendwo in den Büchern gelesen, das ist eigentlich the way to go. Und trotzdem weiß jeder einzelne von uns, wenn wir halt in dieser Situation sind, ist es natürlich super schwer rational zu denken. Denn wenn das Depot komplett im grünen Bereich ist, dann ist ja auch alles easy. Aber wir wissen alle jetzt gerade, wenn man halt ein Jahr in der Miese ist und die Zahlen sind komplett rot, dann ist es natürlich super, super schwierig, da irgendwie nicht emotional zu werden, wenn man sieht, dass das eigene Geld halt eben jeden Tag weniger wird. Man muss aber an der Stelle sagen, und das finde ich auch, sagt er sehr, sehr gut. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass wir einen freundlichen, vielleicht nicht ganz festen, aber einen freundlichen Oktober, November bekommen oder eine Jahresendrallye. Ja, diese Chance ist da. Wir sind in einer Situation jetzt an allen Börsen, die es tatsächlich noch nie seit 1945 gegeben hat, nämlich in einer Kriegslage in Europa. Und er sagt ganz klar, derzeit sieht er eine Chance, dass wir halt auch zum Ende des Jahres eine Börsenrallye sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben derzeit eine Ausnahmesituation, die sehr, sehr viele aus meiner Generation und aus anderen Generationen vor mir noch nicht erlebt haben in Europa. Wir haben eine Kriegssituation und man muss hier ganz klar sagen, die meisten Leute kennen das noch gar nicht. Und dementsprechend können hier natürlich sehr, sehr viele Überraschungen auf uns zukommen, die auch seine Analyse oder ich sag mal seine Meinung jetzt von heute auf morgen dann eben umkippen. Und daher ist es heutzutage wichtiger denn je, jeden Tag versuchen up to date zu bleiben, immer wieder seine einzelnen Unternehmen anzuschauen, immer zu gucken, hey, bin ich noch richtig investiert, bin ich nicht richtig investiert. Das macht definitiv Sinn, sich die ganze Zeit das alles anzuschauen, aber trotzdem dennoch versuchen, so rational wie möglich zu bleiben, bedeutet für einen selber, man muss sich selber persönlich besser kennenlernen. Das ist das, was mir persönlich beim Investieren sehr, sehr gut geholfen hat, zu gucken, was bin ich für ein Typ Mensch, macht es mich fertig, jeden Tag in mein Depot zu gucken, muss ich vielleicht erst jeden zweiten, jeden dritten Tag da reingucken, bin ich ein Typ Mensch, der jeden Tag halt irgendwelche negativen Nachrichten verarbeiten kann, ja oder nein. Das heißt, für einen selber, wenn man besser als Investor werden möchte, muss man auch seine eigene Persönlichkeit reflektieren. Das ist zumindest das, was mir persönlich geholfen hat. Ich muss aber auch ganz klar an dieser Stelle sagen, ich investiere auch trotz Herr Bernekers Meinung, auch wenn ich denke, dass er recht hat, nicht in deutsche Unternehmen. Ich investiere da ein bisschen anderslastig. Die meisten von euch, die sich damit befasst haben, wie ich investiere, wissen das. Ich bin eher in amerikanischen Unternehmen unterwegs und investiere natürlich auch ein bisschen in Kryptowährungen. Könnt ihr euch aber auch gerne alles auf meinen alten Videos anschauen. Unter anderem würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren. Das heißt, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Seid ihr in deutschen Aktien investiert? Wenn ja, in welchen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Würde ich mir auch im Genauen mal anschauen. Ich habe mir zum Beispiel unter anderem in der Corona-Krise Lufthansa angeschaut. Hatte da auch ein paar Trades mitgemacht. Auf Fresenius fand ich sehr, sehr geil. Habe auch ein paar Trades mit denen gemacht. Das sind so die deutschen Unternehmen, mit denen ich mich mal befasst habe. Die Deutschen sind nie die schnellsten. Aber wenn sie es anfangen, die gründlichsten. Und darin liegt eine andere Betrachtung.